Moin. So. Sind noch eben schnell zum Schalter. Ach komm, wir starten wieder gerade, oder? Ja, ich versuche mal da drüber zu starten. Ich weiß nicht, ob das hinhaut oder nicht. Ja, das haut schon hin. Warte mal, ich versuche jetzt erstmal hier an die Eroberung zu kommen. Der Physik hat manchmal bei mir so einen Fehler, dass man kurz irgendwie hüpft. Ach komm, nehmen wir gerade so ein paar Blumen mit. Hey, da liegen ein paar Leute am Strand. Sehr cool. Okay, fahr mal drüber. Wow, 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 Junge, das wird knapp. Ja, das war jetzt maßgeschneidert. Das ist, was? Halt mal zurück. Das passt. So, ja, die Leute, die nimmst du gleich mit, oder? Nee, nee, ich geb mal Gas. Ja, das ist ja praktisch. Diese scheiß Hüfte fehlen. Gas geben kann die Maschine ja zum Glück. Heb mal ab. Oh ja, das passt doch. Jetzt Crash. Okay, ich gebe Gas. So, hier stehen ein paar Leute, die kann man schön mitnehmen. Yo. Ey, das Haus raucht. Er hat doch vorhin schon gesagt. Wie voll ist den Rauch drauf liegen? Ich erschreck mal den da vorne so ein bisschen. Abheben. Ah, da ist der Berg und. Abheben. Hallo Schiff. Ah, das geht super mit dem Abheben. Wo fliegen wir hin? Wieder Sandmarken? Ja. Okay, dann müssen wir mal wieder umgucken. Beziehungsweise ich kann es eigentlich auch so tun. Weil es diese Insel da vorne ist. DNCM. Das ist Julia International. So. Schiff erschrecken. So. Ach, wir müssen einmal über den Airport gehen. Morgen machen wir den Flug Frankfurt-Neuseeland. Obwohl, nehmen wir was Realistisches. Also, fliegen wir morgen von Frankfurt nach Frankfurt. An 13 Stunden, geteilt durch 15. Nee, das wäre ganz schön recht. Jedenfalls kommen da 86 Bahns raus. Ah, 15 Minuten. Ungefähr. Können wir das machen? Klar, machen wir das. Wir werden die ganze Zeit natürlich nicht am PC sitzen. GPS fliegt einfach. Ich könnte mir das eigentlich richtig spannend vorstellen, die ganze Zeit nur zu gucken. Wenn nichts machen. Also fast wie nur schon. Schaust du mir eigentlich teilweise manchmal so ein bisschen zu, was ich mache, oder? Nur auf Anfrage oder Langeweile. Ich weiß gar nicht, wie du bist. Ach, du bist da rechts neben mir, oder? Was machst du denn da? Die Fracht ein bisschen durcheinander bringen, wieso? Okay. Kevin hat Punkt versus Bieber mit Punkt beantwortet. Fängst du dich von der Höhe? Ja. Das macht er. Stopp, 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 stopp. Mein Cockpit ist schwarz.
Eine riesen Spinne vor dem Schuss. Das macht die total mit toten Panik ignorieren. Na, wie weit habe ich denn noch? 8 Meilen. Ja, gut. Kann auch ein bisschen blöd übers Wasser. Ey, was ist das denn? Auch auf einem Schiff auf See kann man Erdbeben spüren. Echt? Das ist ein sacht nutzloses Wissen da. Ein Glas frisch gepresster aus dem Restaurant enthält gleich viel Vitamin C wie ein 1/4 Kilogramm Alkohol ist. Sollen wir jetzt eigentlich gleich landen, also über den Berg landen, weil mit der Maschine ging das ja, oder? Ja, ich flieg einmal rein. Und wo sind wir überhaupt hin? Ah, da hinten. Ich flieg ganz normal hin. Gut. Dann muss ich jetzt ein bisschen drehen. Nirgendwo auf der Welt gibt es so wenig Polizisten und Lehrer pro Einwohner wie in Nigeria. Es werden mehr Muskeln beansprucht, wenn man böse guckt, als beim Lächeln. Ich hoffe, du bist jetzt erleuchtet. Der Weltwassertag findet seit 1993 jedes Jahr am 22. März statt. Mist, den habe ich verpasst. Ich auch. Wo sind wir jetzt, Chairman? Ja. Wo bist du? Beim Airport, ich fliege gerade zur Schleife drin. Also. Ach, im Gegenaufflug. Ich hab genug Abstand zum Airport. Lesen bei schlechten Lichtverhältnissen ist nicht schlecht für die Augen, sondern trainiert diese sogar. Melonen gehören zu den Beeren. Oh, hier ist noch was. Der Kamm ist das älteste und am längsten in Nutzung stehende Instrument zur Körperpflege. Toll. Das könnte ich noch. Noch eine Stunde Minecraft danach? Ach, vergiss es mal. So, ich flieg meinen Queranflug. Treffen sich zwei Jäger, beide tot. Und fliegen einfach. Scheiß Kippcheck. Weg. Ah ja, gut, dann werde ich auch mal langsam hier.
versuche die Badegäste mal so ein bisschen zu erschrecken. Das ist durchsichtig und riecht nach Karotten. Ein Kaninchenpilz. Angeblich. Eine Frau in der S-Bahn, kommt ein Mann dazu, glaubt die Frau, ich heiße Gab, sagt der Mann, ich nicht. Boah, Hammer. Ich glaube, die Badegäste machen gleich auf. RNWC-Spruch, tritt näher, er ist kürzer als die Längste. Wow, da waren Delfine, hast du die schon mal gesehen? Mhm. Scheiße. Los, mach. Was sucht eine Blondine mehr? Leonardo DiCaprio. Was ist weiß und stört beim Essen? Eine Lawine. Für mich hat der leichte, kleine Flug. Berühmte letzte Worte, hey, war das nicht gut? Auch schon beendet. Alle stehen vor dem brennenden Haus, nur nicht Klaus, der guckt raus. Haben wir eigentlich schon erzählt, dass wir das Aerosoft-Sedon nutzen, ja, oder? Das ist nicht Aerosoft, hier Flight Tampa. Oh, das ist Flight Tampa, ja, stimmt. Und ich fliege ja eigentlich irgendwie gerade völlig im Kreise. Ja, das denke ich mir schon. Bist du schon wieder nur Bullshit zusammen. Oh, ich muss unbedingt ans Gate. Was soll Gate anfordern nochmal für eine Taste? STG Y oder Umschalt Y. Weil bei SS haben wir ja Flugzeugschlepper antragen. Oder J, war STG J oder Y oder J, irgendwie sowas. Naja, funktioniert leider nicht. Ist auch irgendwie verständlich bei meiner Flugzeuggröße. Fliegt eine Kuh durch den Wald, sagt der Förster, hier ist Rauch und Verbot. Sagt die Kuh. Wieso? Ich habe doch eine Badekappe auf. Bei solchen Witzen möchte man sich richtig schön umdrehen. Und doch gleich die kommen vor und nicht so, diese gekommen nicht hin. So, jetzt noch einen vor der Landung. Sie, du bist immer anderer Meinung als ich. Eher, zum Glück, sonst hätten wir ja beide Unglück. So. Jetzt landen. Und der Witz hat genau gepasst. Dann hast du bis jetzt, glaube ich, an die internationalen Gates gefahren. Ja, bin ich auch. Kam das. Ah, ne, das Fingerdock funktioniert hier, glaube ich, gar nicht, oder? Nee, leider nicht. Aber das ist hier Absaugegerät. Ja, wie du da bei Facebook runtergeschrieben hast. Und Alter, das ist einfach nur Schuhe absaugen, finde ich. Wie ein bisschen hoch ist. Ich glaube, die Runway ist lang genug. Ja. Hallo, da stehen immer wenig Leute. Ja. Jetzt lande ich ein bisschen rechts. Was kennst du denn, die Sky? Immer noch nicht, aber danke der Nachfrage. Also ich kenn's schon, aber ich werde es nicht spielen. Oh, jetzt. So. Ja, jetzt können wir
wieder irgendwo hinfliegen, aber irgendwie glaube ich nicht mehr, oder? Also nicht mehr für heute. Nee, heute nicht mehr. Okay, dann hol ich mal zu dir hin. Ja, das machst du ja schön. Da steht bei mir so ein Gepäckwagen, den wir jetzt ziemlich gut. Ja. Bei mir nicht, aber wieder vor dir ist gerade ein Mustang gefunden. So, hier hätte ich jetzt fast den Wagen mitgenommen, weil das passt. So, dann war es das auch schon wieder mit unserem kleinen Rundflug hier in St. Martin. Ja, die kommen wir gleich nicht spielen. Ich schalte den mal aus. Also wie gesagt, wir haben das Add-on Flight Humper hier installiert, St. Martin Flight Humper. Und natürlich auch die Spinner von der Aerosoft. Da wollte ich dran kommen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das Ganze in normaler Szenerie ist. Ich glaube, Sabe und so ist nicht so wirklich geil gemacht. Hat's nicht so Sinn, das zu versuchen, glaube ich. Ich weiß nicht. So, aber jetzt. Auf jeden Fall checkt unser Forum ab unter jet-com.de. Schaut vielleicht auch mal am TeamSpeak-Server vorbei, gleiche Adresse. Und natürlich abonnieren, favorisieren und vielleicht auch so ein bisschen ja, Baum. Thomas, ja. Der in einem Stück sitzt ja nicht. Ja, das ist Wahnsinn. Ein Propeller dreht sich. Ah, nicht mehr. Okay. Du hast deine Lichter noch an. Du auch. Eigentlich nicht. Mir schon. Ah, ich kann auch hier zeigen, was ich alles ausklappen kann. Mann, das Umschalt-Ege. Nein, das war die falsche Taste. Umschalt E ist bei mir irgendwie so, ja. Naja, X-Fire. Naja. Aber ich weiß, der GE. Nein, die ist halt offen bleibt. Ach, die gehen alle mit einem auf, okay. So, das war's. Passagiere können aussteigen. Ja. Auch wenn hier kein Tab ist. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Ich werde jetzt F9 drücken. Okay. So, tschüss. Tschüss, tschüss. Wir sind eure Foren. Ne? Sonst werdet ihr sich nicht drauf gehen. Also tschüss.